Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Sie jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen, denn ich nehme an, Sie alle sind hier gekommen, um letzten Endes mit uns gemeinsam den Geburtstag eines ganz bedeutenden österreichischen Künstlers zu feiern, von Gottfried Hellenwein, den ich mit seiner Frau Renate, mit seiner gesamten Familie, die aus Irland, aus Amerika hierher gekommen ist, ganz, ganz herzlich begrüßen. Und ich glaube, du merkst, dass ganz Österreich diese Rückkehr nicht des verlorenen Sohnes, sondern des Ausgewanderten wirklich sehr, sehr genießt. Sehr herzlich willkommen in der Albertina, lieber Gottfried. Wenn man die Bedeutung eines Künstlers daran messen wollte, was ich nicht machen möchte, aber wenn man sie daran messen wollte, wie sehr Repräsentanten des öffentlichen Lebens, des Landes Wien, der Republik Österreich, Anteil nehmen an der Kunst dieses Künstlers, Anteil nehmen an seinem Geburtstag und ihn auch feiern wollen, dann glaube ich, könntest du dir auch von dieser Seite her wahrlich bestätigen lassen, dass du ein bedeutender Künstler bist. Ich begrüße ganz, ganz herzlich unseren Herrn Bundeskanzler der Republik Österreich, Karl Nehammer, und seine Frau Katharina. Seien Sie herzlich willkommen in der Albertina. Als einen Ur-Wiener, der du bist, hätte ich natürlich jetzt gern auch den Herrn Bürgermeister begrüßt. Er war aber vor wenigen Augenblicken noch mit uns gemeinsam hier und hat sich diese Ausstellung von dir und mir zeigen lassen. Aber ich weiß, dass du auch sehr eng verbunden bist dem Land Niederösterreich, und daher ist es auch ein Zeichen der Wertschätzung dieses wichtigen Nachbarbundeslandes, dass unter uns ist der Herr Altlandeshauptmann Erwin Bröll und seine Frau Lisbeth. Ich begrüße Sie auch ganz, ganz herzlich in der Albertina. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, dass ich nie herzlicher gelacht habe als in meiner Kindheit. Ausgelassener, ehrlicher, grenzenloser. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich bedauerlicherweise nie mehr Angst hatte als in meiner Kindheit. Auch tiefer und unbegrenzt, es konnte man mir erklären, was man wollte, wenn das Monster im Nachbarraum war, dann habe ich mir das nicht eingebildet, ich habe es nicht imaginiert, es war nicht ein Gebilde meiner Fantasie, es war real, wie das Monster, das unterm Bett ist. Und wenn dann die Eltern ihm sagen, schau doch drunter, da ist nichts, ist das egal, es ist wirklich da. Ich sage das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass insgesamt es gilt, dass Kinder eine Emotion, ein Gefühl haben, wie man es später als Erwachsener oft, Gott sei Dank, durch Kulturen der Zivilisation, der Erziehung verdrängen kann. Wir sind nicht mehr so ehrlich im Lachen. Und wir haben vielleicht auch nicht mehr diese unbändige Angst. Gottfried Hellenwein ist es gegeben, diese Urangst des Kindes darzustellen. Und er stellt sie dar in Angstbildern, die eigentlich jedes Einzelne für sich ein Aufschrei sind, eine Attacke sind, ein Appell sind, wir mögen die Umstände beendigen, die der Grund für so eine Angst sein mögen. Zu sagen, naja, das liegt in uns Menschen begründet, das ist das Unterbewusstsein, das sich hier äußert und das im dunklen Nachbarraum, durch das man durch einen Türspalt hineinsieht, eben Monster sind, ja, ist nur eine Erklärung. Es gibt letzten Endes für all diese Ängste immer Gründe, Ursachen. Und wir sollten ein angstloses Leben eigentlich führen können, ein angstloses Leben führen wollen. Und wir können es nicht. Die Menschheit ist überhaupt all den Fortschritten, die sie gemacht hat, letzten Endes in einem Punkt nicht weitergekommen. Vor Tausenden von Jahren gab es Gemetzel, Schlechtereien, Kampf, Kriege. Und heute gibt es so vieles Schönes. Wir haben in der Medizin Fortschritte gemacht, in der Technologie, im Leben. Wir wohnen wunderbar, wir können heizen. Und es gibt immer noch Gemetzel, Schlechtereien und Kriege. Man kann natürlich auch kritisch die Frage an Gottfried Hellenwein richten, muss man denn wirklich in einer Zeit, die überschattet ist von dieser Fülle an Krisen, ausgerechnet noch einmal Angstbilder malen, den Missbrauch der Macht figurieren lassen durch Adolf Hitler, durch Göring, durch Röhm, die einem als Masse, als anonyme Masse entgegenkommen und einen erdrücken werden, muss man wirklich noch einmal in einer Zeit, in der es Kriege im Osten, Kriege im Süden gibt, im Nahen Osten ebenso wie in der Ukraine, noch einmal Kriege zeigen. Vielleicht muss man nicht, aber erstens einmal, was weiß man schon, was ein Künstler muss? Kunst kommt bekanntlich nicht von Können, sondern von Müssen. Seit mehr als 5 Jahrzehnten muss Gottfried Hellenwein
gegen den Strom schwimmen? Muss er Gewalt, Angst, Missbrauch, Gewalt zeigen an Kindern, die der Inbegriff der Unschuld sind? Und das ist nicht schlecht, wenn wir an das immer wieder erinnert werden. Natürlich sind wir im Augenblick, wenn wir das große Gemälde eines blutverschmierten Gesichtes auf dem Ringturm sehen und sagen uns, das habe ich doch gerade erst im Internet 20 Mal gesehen, in der Zeitung aufgeschlagen, im Stern sind 10 Bilder davon, muss ich das so riesengroß sehen. Aber Kunst wirkt anders. Kunst wirkt, glaube ich, tiefer und erschüttert uns auch tiefer. Insofern ist diese Kunst nicht nur großartig, sie ist auch notwendig, auch in diesen Zeiten. Einen Gedanken will ich noch mitgeben, bevor ich dann das Wort an die Kuratorin dieser Ausstellung gebe, Elsie Lahner, bei der ich mich ganz, ganz herzlich bedanke für ihre großartige Leistung dieser Ausstellung, und sie wird das Gespräch mit Gottfried Hellenwein führen. Man sagt gerne, er stellt Gewalt dar. Sie werden staunen, wie wenig Gewalt hier dargestellt ist, wie oft uns unsere eigene Fantasie und Vorstellungskraft einen Strich durch die Rechnung macht. Wir glauben, wir sehen Gewalt. Dabei steht da nur ein Vogelmensch mit einer langen Nase und beugt sich über ein schlafendes Kind. Aber es ist der nächste Augenblick, den wir fürchten. Es ist die nächste Attacke, die droht. Wir glauben, wir sehen ein Kind, das bedroht ist. Dabei steht es nur in einem Lichtspalt, der hereinfällt wie die Hunnen ins Weströmische Reich. Wir glauben, wir sehen eine Mutter Gottes mit ihrem Kind, die von einigen SS-Schergen bewundert wird, und sehen dahinter, das war ja Hitler, der hier an dieser Leerstelle gestanden ist. 50%, vielleicht mehr an der Kunst von Gottfried Hellenwein malen Sie alle mit Ihrer Fantasie, mit Ihren Bildern, die Sie projizieren. Und auch das ist gut, wenn Kunst in uns so etwas auslöst, dann hat sie nicht das Schlechteste geleistet. In diesem Sinne, mein lieber Freund, wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich wünsche uns, dass du wirklich noch viele Jahre und Jahrzehnte letzten Endes schaffen kannst, dass du uns mit diesen Angstbildern verstörst und beunruhigst. Kunst darf das, und manchmal soll sie es und im Augenblick muss sie es. Und ich wünsche dir in diesem Sinne alles, alles Gute. Ich wünsche Ihnen nicht heute viel Freude. Man geht dann nicht hinunter und sagt, es ist ja die Mickey Maus drinnen, also es gibt sicher was zu lachen. So ist das nicht. Die Mickey Maus, die Sie kennen von dem, was mein Vater Schundhefte genannt hat in den 50er und frühen 60er Jahren, war eine Mickey Maus, die in eine bunte Welt uns entrückt hat. Da war selbst der Loser Donald Duck immer nett. Das war immer idyllisch. Das war bunter als unser graues Leben in dieser grauen Welt, in dieser grauen Stadt. Aber die Mickey Maus, die hier kommt, die wird verführt, die ist bedrohlich, die ist beängstigender als der größte Diktator. Und wenn sie mit dem größten Diktator der Menschheitsgeschichte zusammenstößt, dann wissen wir, wir stehen vor einem echten Hellenwein. In diesem Sinne nicht viel Freude, aber viel Nachdenklichkeit. Das darf ich Ihnen, glaube ich, für die Ausstellung mitgeben. Und jetzt volle Aufmerksamkeit für ein Gespräch, das Elsie Lahner mit dem Künstler Gottfried Hellenwein führt. Ich danke Ihnen schön. Lieber Gottfried, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch gemeinsam anlässlich deiner Ausstellungseröffnung führen können. Ich hatte ja die große Ehre, auch schon an der Ausstellung 2013 mit dir zusammenzuarbeiten, die wir damals in den Kahn Galleries gezeigt haben, eine Retrospektive deines Werks, angefangen mit den frühesten Zeichnungen, den Aquarellen, deinen Fotoaktionen, eben bis hin in die damalige Gegenwart. Und jetzt anlässlich deines 75. Geburtstags arbeiten wir erneut zusammen. An der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an dich für diese wunderbare Zusammenarbeit. Danke. Damit möchte ich eigentlich auch schon mit meiner ersten Frage anknüpfen. Die Ausstellung widmet sich nun den letzten 20, 30 Jahren in deinem Schaffen. Wie würdest du selbst sagen, hat sich dein Werk in der Zeit oder dorthin bis dahin verändert? Oder was ist das, was wir jetzt gerade in der Ausstellung sehen? Wie unterscheidet sich das drastisch, möchte ich sagen, vom Frühwerk? Also es ist für mich schwer festzustellen, ich habe zu wenig Distanz vor meiner eigenen Arbeit. Für mich war das vom ersten Bild an, das ich gemalt habe, 1969, bis heute eigentlich eine ununterbrochene Arbeit und ein Prozess, der eigentlich zwar verschiedene Phasen hat, aber es geht eigentlich immer um dasselbe Thema, das mich dazu gebracht hat, überhaupt mit Kunst zu beginnen. Und an diesem Thema arbeite ich immer noch. Das heißt, ich bin ja kurz nach dem Krieg geboren in Wien, und Wien war zu dem Zeitpunkt ein ganz schrecklicher Ort, muss man sagen. Das heißt, der Schatten dieser zwei Weltkriege, des Holocausts, lag noch ganz schwer über dieser Stadt.
Und ich kann mich erinnern, ganz meine frühesten Erinnerungen als Kind waren, dass ich mir gedacht habe, ich bin am falschen Ort gelandet. Ich habe mir gedacht, da will ich nicht sein. Die Erwachsenen schienen mir hässlich, grantig. Es war schrecklich. Und es war dann dieser Moment, ich war 5 Jahre alt, da habe ich dann mein erstes Mickey Mouse Heft gekriegt. Das habe ich schon oft erzählt, aber jetzt erzähle ich es nochmal. Und habe es geöffnet und es ist wirklich so, in diesem Moment hat sich alles verändert. Ich habe das erste Mal Farben wahrgenommen, das erste Mal Bewegung gesehen. Plötzlich habe ich, in dem Moment, als ich Entenhausener Boden betreten habe, hat das Leben einen Sinn bekommen. Und da habe ich dann den Mann getroffen, der mein Leben für ihn immer verändern sollte, Donald Duck. Und es war wirklich so, dass es war so eine Leere nach dem Krieg, es war gar nichts da, nichts. Und ich glaube, meine Generation, wir haben das alle empfunden, dieses absolute Fehlen von allem. Die Erwachsenen wollten nicht reden mit Vergangenheit, es war eine kollektive Amnesie, es gab nichts, wenn man gefragt hat, keiner hat geantwortet, niemand hat was gewusst, niemand war dabei. Und ich merke, dass viele aus meiner Generation, für die war dieses Mickey Mouse Heft, so seltsam es klingen mag, war ein ganz erlösendes Ereignis. Es hat plötzlich die Fantasie ausgelöst und plötzlich hat man gesehen, es gibt Hoffnung. Mhm. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen einen Brief vom Bundespräsidenten hier gekriegt und er hat mich angesprochen, mir gratuliert zum Geburtstag und angesprochen von Donaldist zu Donaldist. Ja? Und Elfriede Jelinek hat geschrieben über das komplizierte Verhältnis zwischen den A-Hörnchen und B-Hörnchen und Donald Duck, sogar Handke hat Donald Duck verwendet in einem Gedicht und Günter Grass und A.C. Artmann. Das heißt, diese Generation, für die hat das was bedeutet. Jetzt war es so, ich habe in Wien aber die Stimmung außerhalb Entenhausens, war die Stimmung immer finster und schrecklich. Und für mich war ein ganz wichtiger Augenblick, eine Zäsur war der Moment, weil ich war immer neugierig, immer gefragt, ich habe immer gewusst, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich habe nie Antworten gekriegt. Und dann wollte ich unbedingt lesen, damit ich die Zeitung lesen kann. Begonnen, Zeitung zu lesen. Und ich glaube, ich war 10 Jahre alt, als dann hier der Prozess gegen Franz Murer stattfand. Ja? Also diesen Massenmörder, der in einem KZ geleitet hat und Zehntausende Menschen umgebracht hat, auch selber gefoltert hat. Und ich habe diesen Prozess also mit angehaltenem Atem verfolgt, habe dann mitgekriegt, wie die wenigen Zeugen, die da kamen aus Israel, verhöhnt wurden bei dem Skandalprozess, wie man sich über die lustig gemacht hat, sind dann weinend zusammengebrochen. Dieser Franz Murer saß da, absolut überheblich und entspannt und ist auch freigesprochen worden. Das heißt, an dem Tag, wo freigesprochen wurde, die ganze Stadt Graz ein riesiges Fest gehabt, alle Blumengeschäfte waren ausverkauft und da war für mich so, da ist irgendwas in mir zerbrochen. Da habe ich gespürt, dass ich mit dieser Tradition, mit dieser Welt meiner Elterngeneration nichts zu tun haben will, dass ich nicht Teil davon sein will. Und ich glaube, ähnlich ist es vielen meiner Generation gegangen, denn wir waren die 68er Generation. Also der ganze Jugendaufstand in Deutschland, in Frankreich und in Amerika, dieses auf die Straße gehen und versuchen, die Welt, die uns unsere Eltern hinterlassen haben, zu zerstören, loszuwerden. Ja, das heißt, es war eine historische Notwendigkeit, so naiv und unbeholfen diese Aufstände auch waren, ohne Konzept. Aber es war eine Notwendigkeit, dieser Bruch zwischen uns und der Generation. Und für mich war es aber so, mich hat dieses Ereignis, dieser Prozess nie mehr losgelassen, weil ich habe einfach dieses selbstverständliche Vertrauen, das man hat als Kind in die Gesellschaft, in die Erwachsenenwelt, war komplett weg. Also auch das Vertrauen an eine Gerechtigkeit. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn das möglich ist, dass so jemand einfach da weggeht, dann gibt es kein Rechtsempfinden und Rechtssystem mehr. Und ich habe damals begonnen, intensiv mich auseinanderzusetzen mit dem Thema Gewalt. Ich habe versucht, so viel Informationen wie möglich zu kriegen und Gewalt ist wirklich immer ein Teil der Menschheit gewesen. Habe mich dann intensiv mit dem Vietnamkrieg beschäftigt und anderen Dingen und bin dann immer mehr und mehr draufgekommen auf Gewalt gegen Kinder. Ich habe dann gesehen, dass auch im familiären Kreis in Österreich, in Deutschland hier Kinder missbraucht werden, getötet werden. Ich habe dann
forensische Fotos gesehen von Kinderleichen und die haben mich dann nie mehr losgelassen. Und ich habe bemerkt, dass ich mit dem Thema, ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ich hatte so viele Fragen, konnte mit niemandem darüber reden. Also es war unmöglich, mit unter 18-Jährigen damals über so ein Thema zu reden. Die haben völlig andere Interessen gehabt. Das heißt, ich habe plötzlich erkannt, und es war wirklich der Moment, wo ich wusste, ich habe nur einen einzigen Ausweg, eine einzige Chance, ich muss Künstler werden. Ja. Und habe beschlossen, ich werde Künstler werden. Deswegen bin ich auf die Akademie gegangen. Das war der Grund. Das war nicht ein ästhetischer Grund, sondern ein humanistischer eigentlich. Ich wollte das unbedingt machen. Und dann war das vom ersten Bild an habe ich gewusst, ich kann mich dieser Thematik nur durch Ästhetik nähern und habe mich damit beschäftigt und mich langsam vorgetastet. Am Anfang wusste ich auch nicht, ob das jemand interessieren wird. Ich habe es für niemand anderen gemalt. Es war nur mir wichtig, das zu machen. Und ich habe das eigentlich, bin ich vorgegangen wie ein autistisches Kind. Ich habe, mich hat die Kunst meiner Elterngeneration nicht interessiert. Ich war ganz bewusst ein Straßenkind und ein Rebell. Ich wollte nie in ein Museum gehen, nie Kunst anschauen. Kunstgeschichteunterricht war schrecklich für mich. Also wollte ich, das Einzige, was mich interessiert, waren Comics, Rolling Stones, Musik, das heißt Jimi Hendrix, The Doors. Aber ich wollte ganz bewusst mit der Hochkultur nichts zu tun haben. Ich habe also begonnen, im Nachhinein sehe ich das als Vorteil, weil ich habe begonnen ohne Information und Beeinflussung von dieser Seite. Das heißt, ich habe wirklich wie ein autistisches Kind mich langsam vorgetastet, meine Zeichnungen gemacht und ich wusste nicht, wohin mich das führen würde. Also ich habe mich einfach führen lassen davon und war erstaunt, dass sehr bald auf die Akademie immer wieder Leute kamen. Ich war damals auf der Akademie, nicht sehr oft, weil meistens waren wir unterwegs und die Leute haben gesoffen und waren in Kaffeehäusern. Es war damals relativ wild in der Künstlerszene und relativ anarchistisch. Aber hier und da war ich auf der Akademie und habe gemalt. Und dann kamen immer mehr Leute und wollten diese Bilder sehen, komischerweise. Ich weiß nicht, warum sie herumgesprochen hat. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, wie Leute emotional berührt waren und erschüttert waren oder eine Träne im Auge gehabt haben oder gelacht haben oder mich attackiert haben. Und das war ein wichtiges Erlebnis. Ich habe gedacht, meine kleinen Aquarelle können einen Erwachsenen aus der Fassung bringen. Ich habe eigentlich nicht bewusst, warum. Und da wusste ich, dass ich auf etwas gestoßen bin und dass ich da weitermachen muss. Ja. Das heißt, du hast anfangs hauptsächlich realistisch gearbeitet, Aquarelle eben gemacht und das begleitet durch Aktionen mit Kindern, die du dann fotografisch dokumentiert hast. Und dann gab es aber eine Zäsur eigentlich. Du hast davor immer schon auch mit Zeitungen kooperiert und auch die Cover gestaltet oder Cover entworfen für Kronenzeitung und Profil, um auch mit deinen Bildern rauszugehen von einer Öffentlichkeit abseits einer sehr kleinen damals Kunstszene auch wahrgenommen zu werden, um wirklich auch deine Bilder wirken zu lassen. Und dann gab es eigentlich diesen stilistischen Bruch mit dem Umzug nach Deutschland Mitte der 80er Jahre, wo deine Bilder plötzlich so ausschauen wie jetzt in der Ausstellung, nämlich großformatig, hyperrealistisch auf Leinwand. Wie kam es dazu? Ja, es ist so, es ist interessant, dass du als Kunsthistorikerin diesen Aspekt so deutlich siehst. Mir ist das eigentlich völlig eher unbedeutend. Für mich war immer nur wichtig, der Inhalt und der Dialog mit dem Publikum. Das heißt, ob ich jetzt Aquarelle mache, Fotografien, was auch immer, es war immer wichtig, es war immer nur ein Mittel zu einem Dialog mit jemandem. Und das ist eigentlich die Kraft, die mich weitergebracht hat die ganze Zeit. Ich habe dann die Techniken verändert, Sachen ausprobiert, also eben die Aktionen gemacht, auch mit Kindern. Das unterscheidet meine Aktionen ganz deutlich von den Wiener Aktionisten. Und ich habe dann, als ich von Wien wegging nach Deutschland, beschlossen, großformatige Bilder zu malen auf Öl und habe stilistisch mich verändert und auch mit dem Material. Aber das Thema war immer das Gleiche. Für mich persönlich jetzt, subjektiv, ging es mir immer um das Gleiche. Wenn ich ein Bild male im Atelier, einsam, wo niemand da ist, ich habe kein Feedback, ich weiß nichts. Ich weiß aber eines, das, was ich jetzt male, wird eines Tages irgendwo ankommen bei jemandem. Und das ist der Moment für mich, wo das Kunstwerk dort ist, wo es sein muss und wo es beendet ist. Es ist vorher nicht beendet. Ich würde die Bilder nicht für mich machen. Und wenn ich später mal im Museum oder in einer Ausstellung sehe, wie Menschen darauf reagieren und ich merke, das hat einen emotional impact, das berührt Leute, die Leute beginnen zu reden plötzlich, das habe ich oft erlebt, erzählen ihre eigenen Geschichten, dann habe ich das Gefühl,
bin auf dem richtigen Weg und es macht Sinn, was ich hier mache. Ja? Mhm. Das heißt, für mich ist die Technik nicht so wahnsinnig bedeutend, das ist nicht jetzt groß, das sind Ölbilder. Aber das, die wollen genau das Gleiche wie mein erstes kleines Aquarell. Du hast mir erzählt, dass du im Format größer werden musstest, einfach weil du die Notwendigkeit erkannt hast, dass du überhaupt in dieser Bilderflut, die uns täglich umgibt, einfach auch um Aufmerksamkeit ringen musst, um überhaupt wahrgenommen zu werden, musstest du im Format größer werden. Aber du siehst dich natürlich als Konzeptkünstler, sagst, wichtiger als die Technik, als die Arbeitsweise ist die Idee an sich, das Bild an sich. Also, ja, es ist so, dass man das oft als Realismus und Hyperrealismus bezeichnet hat, was aber verständlich ist, aber falsch ist. Ja? Weil die Realisten waren interessiert daran, mit Malerei ein Foto zu kopieren und so genau zu malen, dass es ausschaut wie ein Foto. Ja? Und die meisten, die ich kenne, die realistisch malen, machen das aus Leidenschaft und Begeisterung. Die können sich nichts Besseres vorstellen, als realistisch zu malen. Für mich ist das Gegenteil. Ich male überhaupt nicht gern realistisch. Es ist irrsinnig viel Arbeit. Es ist eher eine Belastung. Aber ich betrachte mich als Konzeptkünstler. Das, was ich darstellen will, kann ich nur effektiv so wirksam machen, indem ich diese extreme hyperrealistische Technik anwende. Das ist eine Notwendigkeit. Ich kann die nicht loswerden. Das ist einfach so. Das ist das Schicksal mir zugedacht. Und daher muss ich das machen. Ich würde da gerne Leute anstellen, die für mich malen. Aber ich habe bemerkt, es funktioniert nicht, weil ich bin viel zu empfindlich. Wie gesagt, ich beneide viele Kollegen, wie Hermann Nitsch zum Beispiel, der sich hinsetzen kann und dann schütten Assistenten 100 Meter lange Leinwände. Und man, das ist toll. Also da hat das Schicksal ihm eine einfache Rolle zugedacht. Oder ich denke an Jeff Koons, der hat 100 Maler den Malen und er geht im Anzug herum und gibt Interviews. Auch gut, er macht natürlich viel Kohle. In meinem Fall ist es leider so, dass ich wirklich jedes Bild, oder auch Gott sei Dank, jedes Bild selber malen muss, von früh bis spät, mit wahnsinnig viel Aufwand. Aber du musst es malen. Das macht schon einen Unterschied, ob du ein Foto hinhängst oder ob du es malst. Ja, ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Zwar sehen viele Bilder sehr fotografisch aus und man kann manchmal, ist die Grenze schwimmen, dass man jetzt nicht genau weiß, manche wissen nicht, ist es gemalt oder fotografiert, aber genau die Verunsicherung will ich. Mhm. Die ist gut. Ja. Also diese Grenzgänge interessieren mich immer. Ja. Das sieht man ja auch, glaube ich, in der Ausstellung. Dass, also deswegen heißt ja auch Fiktion, Realität und Fiktion. Mhm. Realität, ja. Das ist ein guter Titel, finde ich. Es war sehr gut, dass ihr den gewählt habt, weil meine Arbeit hat immer damit zu tun. Es war immer eine Grenzgängerei. Ja. Es war immer so, dass die Bilder auch Vexierbilder sind, dass man das so sehen kann, aber auch so. Ja. Also dieser Moment der Unsicherheit und wo es vage wird, ist der Moment, wo die Fantasie und das Empfinden des Betrachters plötzlich gefragt ist. Das heißt, und das ist für mich sehr wichtig, da ich mein Publikum und jeden, der meine Bilder anschaut, ernst nehme. Ja. Vor allem auch Leute, die völlig ungebildet sind, von Kunst gar nichts wissen, auch Kinder. Weil ich glaube daran, dass man, wenn man ein Kunstwerk wirklich erleben will, es naiv anschauen muss. So wie Kandinsky sagt, die Kunst braucht nur eines, einen naiven Betrachter. Und das glaube ich auch. Du verfremdest deine Kunstwerke, also manchmal muss man genauer hinschauen, eben wie gesagt, ob es Fotografie, ob es Malerei ist. Und dann gibt es aber eine Serie von Arbeiten, wo du bewusst auch ins Monochrome gehst, wo du eigentlich diesen Hyperrealismus, wenn ich ihn so bezeichnen darf, brichst und wo du bewusst ins Monochrome gehst. Ja, ich habe natürlich mit diesen Elementen und mit Farben und so weiter gespielt. Ich habe dann gemerkt, wenn die Bilder so überrealistisch sind und plastisch und eigentlich sehr offensiv auf den Betrachter zugehen, habe ich gewusst, ich muss es irgendwie brechen und habe dann begonnen, ich wusste, es muss abstrahierter, reduzierter sein. Ich kann aber nicht aufgeben den Realismus. Dann habe ich beschlossen, ich nehme die Farben einfach raus. Ich mache das alles monochrom in Blaugrau oder Blau-Schwarz. Ja. Und damit konnte ich den Realismus beibehalten, die Dreidimensionalität, aber die Farben waren weg. Und es hat ihm eine Verfremdung gegeben. Es gibt eine gewisse Distanz, ja, die sehr wichtig ist. Auch bei meinen Kindern, die ich male, auch wenn sie farbig sind, sind fast keine Farben im Gesicht. Es ist immer weiß in weiß, durchsichtig, durchscheinend. Ja. Also es gibt keine roten Wangen oder sowas. Es ist immer wichtig. Ich habe versucht, trotz diesem extremen Realismus oder gerade deshalb, so viel wie möglich zu reduzieren und zurückzunehmen, dass das Wesentliche überbleibt.
Thema Realität, Fiktion haben wir angesprochen, jetzt über die Technik, und du hast Donald schon erwähnt, also schon ganz früh bringst du auch Fantasiefiguren in deine Bilder ein, also auch da verschwimmt so die Grenze zwischen Realität und Fiktion, wenn dann diese kleinen Gestalten eben in den Zeichnungen schon anwesend waren, in deinen Aquarellen auch aufgetaucht sind und eben bis heute anzutreffen sind, wenn du eben Hitler auf Mickey Maus treffen lässt oder wenn du ein Mädchen mit Waffe zeigst, wo dann nebenbei Mickey Maus dem Kind entgegengrinst oder entgegenlächelt. Welche Rolle spielen diese kleinen Charaktere? Es ist ja so, dass es zu den erfreulichen Dingen meiner Arbeit gehört ist, dass ich auf meiner Leinwand bin ich der Diktator. Ja? Ich kann alles bestimmen. Ja? Ich bin ein Gott. Und diese Leinwand ist für mich so wie eine Bühne. Und ich weiß, ich kann jetzt auf dieser Bühne jede Geschichte, jedes Drama erfinden, was immer ich will, und ich kann alle mitspielen lassen. Das bestimme ich. Ich kann tatsächliche Personen, die historisch existiert haben, verwenden. Ich kann Modelle mir suchen, die ich einsetze. Ich kann Fantasie gestalten und ich kann die zusammenkommen lassen und agieren lassen zusammen nach meinem Wunsch. Ja. Und wenn man verschiedene Realitäten zusammenbringt, die Leute so zusammen in der Form gar nicht kennen, sondern kompartmentisiert haben in verschiedenen Bereichen. Bei mir kommen die alle zusammen. Bei mir, auf meiner Leinwand gibt es auch keinen Zeitbegriff. Ich akzeptiere einfach das Diktat der Zeit nicht. Zeit, Raum und Energie akzeptiere ich nicht. Ich schaffe meine eigene Welt nach meinen eigenen Regeln. Ja. Das heißt, bei mir können die alle zusammenkommen und seltsame Dinge machen. Mhm. Und interessant für mich war immer, wie Leute darauf reagieren. Und das Faszinierende ist, dass ein und dasselbe Bild bei drei verschiedenen Leuten drei völlig unterschiedliche Bilder sind, wenn die das erzählen. Und ich muss sagen, ich habe über meine eigene Arbeit am meisten gelernt von spontanen Reaktionen naiver Betrachter. Mhm. Wenn er sagt, das erinnert mich an das, oder das ist das und das. Und ich schaue mir das an und denke mir, das war, ich hätte es nie daran gedacht. Das heißt, für mich ist der Dialog sehr, sehr wertvoll und wichtig für meine Arbeit. Ja. Du hast jetzt gerade erwähnt, du bringst alles wie auf einer Bühne zusammen. Es gibt einen ganzen Zyklus an Werken, die du mit Epiphany betitelt hast. Vielleicht kannst du mir oder kannst du uns erzählen, wie es zu dieser Idee kam, vor allem diese biblischen Themen umzusetzen. Das war in den 90er Jahren. Ich bin natürlich römisch-katholisch aufgewachsen, streng römisch-katholisch in Österreich. Ich war Ministrant und im Kindergarten bei den Nonnen und Jungschar. Und dann war ich bei den Jesuiten, also da habe ich dann Theater gespielt später mit Ludwig Hirsch am Universitätsplatz. Das heißt, ich war fest im Griff der katholischen Kirche, es war mir alles vertraut, die Ikonografie. Weil die einzigen Bilder, die ich gesehen habe in meiner Kindheit, bevor ich und während ich das Mickey Maus gehabt habe, waren diese schlecht gemalten Bilder aus dem 19. Jahrhundert in den kalten Kirchen, in denen ich viel Zeit verbringen musste. Und ich habe dann irgendwann, ich muss dazu sagen, ich habe lange Zeit, während ich gemalt habe, auf der Akademie und auch danach, überhaupt keinen Kontakt zur Kunst und auch Kunstgeschichte gehabt. Bewusst wollte ich das nicht. Ja. Ich wusste erstaunlich wenig für einen, der professionell malt. Ich habe nur meine Arbeiten gekannt, die von anderen zeitgenössischen Künstlern, die ich kannte. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, meine Wut, mein Widerstand gegen diese, alles, was mit meiner Elterngeneration zu tun ist, war einfach verraucht und verbraucht. Und ich war völlig neutral. Und dann habe ich die einmalige Chance gehabt, die niemand hat. Jeder, der im Museum geht und sieht jetzt einen Rubens oder einen Michelangelo, ja, kann doch nicht beurteilen, ob ihm das gefällt oder nicht und was er empfindet. Ja. Sondern man ist erdrückt einfach von der Gewalt dieser Wichtigkeit. Man weiß genau, das ist so ein wichtiger Maler. Und ganz heimlich denkt einer vielleicht, wirklich, das ist so gut, aber das würde man jetzt nicht zulassen. Ja. Das heißt, das kann man schwer beurteilen. Ja. Während ich war tatsächlich so respektlos und so wie ein Straßenkind, immer dachte, irgendwann, mein Zorn ist weg. Also ich bin eigentlich jetzt gespannt. Ich würde gerne mal jetzt mir das alles anschauen und sehen, wie wirkt das auf mich. Und ich war bereit zu sagen, okay, interessiert mich nicht oder es tut irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, wo gehe ich hin? In die Uffizi in Italien, weil da gibt es die meiste Renaissance-Kunst. Also da gehe ich hin. Und ging da wirklich hin. Im Januar, es hat geregnet, war kalt und ich gehe hinein und bin einfach hineinmarschiert und habe mir die Bilder angeschaut, der Reihe nach. Und bei einem Mantegna bin ich dann stehen geblieben und war im Schock. Absolut im Schock. Ich war völlig unvorbereitet, ich habe das nicht gedacht.
Und ich war wirklich bereit zu sagen, whatever, ja. Aber ich war im Schock von dieser, das heißt, das Bild selber, ohne Vorinformation, ohne beeinflusst zu sein, dieses Bild, dieses alte Stück Leinwand, die Macht gehabt, mich einfach umzuhauen. Ich war absolut erschüttert. Ich wusste nicht, warum. Ich habe rausgehen müssen, sonst hätte ich dort geweint. Ich bin raus und habe mir gedacht, was war das? Dann gehe ich wieder hinein und konnte nur vorsichtig mich den Bildern nähern und anschauen, weil es war viel zu viel gewesen. Das heißt, ich habe erlebt, das war mein Kontakt zu dieser ganz großen Kunst des Abendlandes. Und ich weiß, es war ein originäres Erlebnis, ohne Beeinflussung. Ja. Und ich habe das später wieder erlebt im Rijksmuseum in Amsterdam. Wieder später mal auch gehe ich unbedarft und relativ respektlos wie immer hinein und schaue mir die Bilder an und habe mir dann gedacht, boah, das sind sehr viele gute Maler da bei den Holländern, gut gemalt, schön, toll gemalt. Wahnsinnig viel Maler, weil ich nicht mal gut malen kann. Ja. Und gehe rum und denke mir, ja, sehr gut, gut, gut. Gehe um die Ecke und stehe vor einem Bild und wieder habe ich das gleiche erlebt. Ich war im Schock, ich habe gezittert, ich schaue das Ding an und sehe etwas, das, ich habe nicht mehr an Bild gedacht, nicht an Malerei, sondern ich habe nur, es war wie ein vibrierendes Energiefeld mit 6 Personen, die mich anschauen in dem Moment. Und unerklärlich, es war wie ein religiöses, ekstatisches Erlebnis. Ich schaue die an und konnte es gar nicht verstehen. Also der letzte Gedanke wäre Bild oder Malerei gewesen. Es war einfach ein Erlebnis. Ja. Das war die Tuchmachersgilde vom Rembrandt. Jetzt muss man sich vorstellen, in diesem Holland, zu einer Zeit, wo also sehr viele reiche Kaufleute da waren, es war irrsinnig viel Geld da, das hat man auch Kunst gebraucht, Fotografie gab es ja noch nicht, Gott sei Dank. Das heißt, die Maler waren sehr wichtig, jeder musste gemalt werden. Und dann gab es halt Gilden, die haben sich dann hingesetzt, lauter Wichtigtuer, und die haben sich dann Fantasieuniformen angezogen und haben sich dann eben malen lassen. Und diese Tuchmachersgilde, also 6 unbedeutende Einfallspinsel, also Kaufleute, an die man sich nicht erinnern müsste, ja? Keiner muss wissen, dass es die gegeben hat, die haben gesagt, okay, wir wollen uns auch malen lassen, die sind alle besetzt, wer bleibt da Rembrandt, da gibt es nicht, gut, holt es ihm her, der soll uns malen. Da haben sie sich alle hingesetzt und haben sich malen lassen. Das heißt, niemand muss diese Information haben, niemand muss die kennen. Ja? Und der Rembrandt hat genau die zufälligen Menschen da genommen und hat etwas daraus gemacht, hat es transzendiert in was vollkommen anderes, das mich so erschüttert hat, dass ich dort geweint habe. Hunderte Jahre später. Und ähnlich ging es ja dann mit der Nachtwache natürlich, also unbegreiflich, das war für mich, hat Raum und Tiefe gehabt und wieder unerklärlich außerhalb des physikalischen Universums. Ja. Und da habe ich kennengelernt, jetzt als Betrachter, nicht als Künstler, sondern als Betrachter, dass Kunst ein unglaubliches Potenzial hat, wenn es wirklich große Kunst ist. Ja. Es gibt auch viel Kunst, die das nicht hat und viel Chance, aber es gibt dann eben, es gibt ein Level von Kunst, der außerhalb des physikalischen Universums ist, der also metaphysisch ist und eine unglaubliche Macht und Gewalt hat. Ja. Und wie mächtig ein Bild sein kann oder Kunst, ja, habe ich da erlebt. Und ich habe es auch erlebt als Künstler, dass ich gesehen habe, was meine Bilder, ich vergleiche mich jetzt nicht mit dem Rembrandt, aber was meine Bilder bei anderen auslösen, auch zu meinem Erstaunen, muss ich sagen. Es war zum Beispiel ein Erlebnis, das muss ich, erzähle ich jetzt in dem Zusammenhang, damit ich das illustriere, was ich jetzt gerade hier andeute. Ich habe, es war ein Mädchen, das hat eine Dissertation über mich geschrieben und ich war ein paar Mal in Kontakt und nach 2-3 Jahren, und zwar bei der letzten Ausstellung hier war das, sagt sie zu mir, jetzt muss ich Ihnen was mal sagen, wissen Sie, ich habe Ihre Bilder das erste Mal gesehen, wo ich 13 war oder 12 oder 14 oder sowas. Das erste Mal in einem Katalog und habe die angeschaut und dann habe ich plötzlich zu zittern begonnen und zu weinen und habe gemerkt, ich breche zusammen. Ich habe das gar nicht verstanden, dass ich so überreagiere auf die Bilder. Ich habe die dann immer wieder angeschaut und war ganz fasziniert und habe gemerkt, ich bin völlig erschüttert und zitter. Und dann hat sie gesagt, und während ich die Bilder anschaue, ganz obsessiv, immer mehr, sage ich, plötzlich sind Erinnerungen mir hochgekommen. Und plötzlich bin ich erinnert, dass ich als Kind missbraucht wurde. Und das war etwas, was ich vollkommen vergessen und verdrängt hatte. Das war mir nicht bewusst. Und ich habe dann weiter mich mit den Bildern beschäftigt
Und die Bilder haben mir geholfen, das Trauma zu überwinden. Das, was ich sage, jetzt erzähle ich jetzt nur weiter, ich habe es so gehört. Und es hat mir geholfen, das zu überwinden. Das heißt, auch da habe ich bemerkt, was für eine Kraft in der Kunst steckt. Also Kunst ist jetzt nicht nur ein Objekt wie in der heutigen Kunstszene, das man in Auktionen hochtreiben kann und als Investment, sondern Kunst ist was ganz anderes. Ja? Das ist der Markt, das ist okay und es gibt da Kunst, die Dekoration sein darf. Ja? Das, Kunst darf alles. Deswegen die Fragen, was darf oder soll Kunst, sind immer falsch. Kunst darf alles. So wie der Kandinsky gesagt hat, Kunst darf alles, solange es aus einer inneren Notwendigkeit kommt. Und wenn einer einen Kitsch wollen wird und es kommt aus einer inneren Notwendigkeit, dann ist das gut. Der Hutter hat einmal gesagt, irgendwann in einem Lokal, wo einer zu ihm gesagt hat, du Kitschmaler. Und er hat zurückgeschaut, ja, vielleicht will ich einen Kitschmaler, hat er gesagt. Ja. Das heißt, ihm war das wichtig, er wollte es so machen. Mhm. Lass mich nochmal meine Frage wiederholen mit Epiphany, weil du vorhin ausgeholt hast und mich interessiert, wie du tatsächlich zu dieser Art von Komposition gekommen bist. Eben ausgelöst durch... Danke, dass du mich da zurückholst, weil ich habe weit ausgeholt, aber ich... Es ist spannend, dir zuzuhören. Danke wieder für, ja. Ich muss zurück zur Ausstellung. Ja, es war gut, ja. Vielen Dank. Das war so... Ich habe dann eben mich beschäftigt, also es war gut, dass ich das trotzdem darauf hingewiesen habe, auf die Kunst in den Museen. Mhm. Ich habe dann festgestellt, dass diese abendländische Malerei eigentlich einen sehr begrenzten Katalog von Themen hatte. Es war gar nicht so viel möglich, gab es gar nicht. Es konnte christliche Ikonografie sein oder griechische Klassik. Ja. Und deswegen haben die Maler in all den Jahrhunderten immer die gleichen Themen gemalt. Also zum Beispiel die Anbetung der Könige. Gibt es in hundertfacher Ausfertigung zu jedem. Zu jedem Jahrhundert haben die Leute das gemalt. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Maler das immer in ihrer eigenen Zeit gemalt haben. Niemand hat es in der biblischen Zeit spielen lassen. Man schaut hin und weiß, das ist in der Barockzeit gemalt. Das ist in der Renaissance, das sind alle Renaissance-Kostüme oder in der Gotik. Und da habe ich mir gedacht, ich war damals in Deutschland, und habe gedacht, wie ist das, wenn ich jetzt als österreichischer Künstler in Deutschland lebe, ein deutschsprachiger Künstler, jetzt, im 20. Jahrhundert, und ich würde das malen, wie würde das aussehen in meiner Zeit? Und da ist es entstanden. Das heißt, weil für mich, man wird sagen, ja, aber das doch die Nazis nicht erlebt, wieso kommen die davor? Für mich, in meinem Kopf, waren die immer präsent, bin ich nie losgeworden. Das ist die erste Generation. Ja? Und das ist, was mir auch jemand in Israel gesagt hat, dass die erste Generation der Opfer wie der Täter ja, viel gemeinsam haben. Ja? Das heißt, die Präsenz von dem, was vorher passiert ist, das ist da, das wird man nicht los. Und dadurch habe ich in dem Bild jetzt diese drei Könige, als drei Könige und ein Vierter, der nach Hintergrund ist, als SS-Offiziere dargestellt, die ehrfürchtig mit Verehrung vor der Madonna und dem Kind stehen. Interessant ist dann auch in der Vergangenheit bei diesen Anbetung der Könige, die Könige oft martialisch in Uniform darstellen, also in Rüstungen, schwarze Rüstung, schwarzes Schwert, ja, stehen sie ehrbürtig, waren immer oft Krieger, ja. Und das habe ich gemacht halt aufs 20. Jahrhundert und daher standen die da. Ich habe das von einem Archivfoto, das waren die persönlichen Adjutanten von Adolf Hitler und ich habe den Adolf Hitler in dem Fall ersetzt durch die Madonna und das Kind. Ja. Das heißt, die Verehrung und den Respekt bringen sie jetzt der Madonna und dem Kind entgegen. Und dieses Bild hat natürlich viele Reaktionen hervorgerufen, hat sich bei vielen Leuten geprägt. Und ich habe dann Epiphanie Nummer 2 gemacht, Nummer 3, ganze Serien, habe dann immer wieder auch diese christlichen Motive in einem ganz neuen Kontext gebracht. Und da ist auch ein großer Teil meiner Kindheit natürlich dabei. Lass uns nochmal kurz zu den Fantasiefiguren zurückkommen. Es gibt einen ganzen Zyklus an Werken, wo du Manga-ähnliche Mädchenfiguren in Katastrophenszenarien setzt. Ich habe dir gestanden in den Vorbereitungen zur Ausstellung, dass ich mir mit diesen Bildern etwas schwer tue. Und du hast gesagt, das verwundert dich überhaupt nicht. Alles andere würde dich eigentlich auch erstaunen. Wie kam es zu dieser ganz eigenartigen Ästhetik, die dir, glaube ich, auch anfangs recht fremd war? Oder diese Manga-Figuren, die dir fremd waren? Ja. Meine Comic-Welt, das war eben Donald Duck in erster Linie und das war diese Disney-Welt und das war diese Art von Comics. Und sehr viel später habe ich bemerkt, dass eine völlig neue Comic-Ästhetik über uns hereinbricht, in einem Ausmaß wie ein Tsunami. Ja? Überall waren diese beschissenen künstlichen Figuren mit diesen riesigen Augen, diese Manga-Anime-Figuren aus Japan, die so gummiartig und glatt und seltsam sind. Ja. Mhm. Und die haben, offensichtlich sind diese Japaner
beeinflusst durch die westliche Comicwelt, haben sie eine völlig eigene Comic-Realität geschaffen. Ja? Und das ist was sehr Irritierendes, dass diese Mädchen mit den kurzen Röcken, den langen Beinen und den riesigen Augen sind, wenn man diese Comics anschaut, können alles sein. Ja? Es gibt Kinderbücher und Comics, das ist für Kinder, das ist very cute. Und es gibt für Erwachsenen-Comics und für Pornografie. Es gibt also einen fließenden Übergang von durch alle Bereiche werden diese Figuren verwendet. Und da gibt es diese Realität, erinnert mich auch an Computergames und an die Künstlichkeit von vielen Filmen. Und ich habe dann diese künstliche Realität, diese künstlichen Menschen eingebaut in Katastrophenszenarien. Ja? Und dadurch, dass es sehr realistisch ist, ist es irritierend, weil es hätte fast so sein können. Ja? Und was mich interessiert hat auch, ist, dass heutzutage für uns alle sehr schwer möglich ist, bildliche Informationen bewerten zu können. Ja? Durch diese digitale Technologie kann ich jede Realität erzeugen, so überzeugen, dass niemand feststellen kann, ob das wirklich so stattgefunden hat oder nicht, ob das echt ist oder erfunden. Und im Entertainment spielt ja Gewalt eine große Rolle, das heißt in den Hollywood-Filmen ist sehr erfolgreich, wenn man Gewalt, jemand wird ins Gehirn geschossen, der Kopf explodiert, das Hirn spritzt, das ist so realistisch gemacht und dreidimensional, dass die Realität gar nicht mehr mit kann. Ja? Das heißt, Gewalt findet überall statt, auch als Entertainment, auch als Fun in Computergames. Und dann sind wir aber wieder, und das vermischt sich mit den Informationen, die wir kriegen, Reportagen aus Kriegen, gerade jetzt. Ja? Wieder werden wir überschüttet mit Informationen und Bildern. Wir sehen tausende Kinder verbluten, Bomben, die regnen, Häuser, die einstürzen. Ja? Wir wissen nicht, ob die Bilder manipuliert sind, ob sie wirklich dort stattgefunden haben. Man darf nicht vergessen, die Wahrheit ist immer das erste Opfer des Krieges. Ja? Einen Krieg ohne Propaganda gibt es nicht. Ja? Und Propaganda braucht Bilder. Das heißt, selbstverständlich werden die manipuliert und werden ganz gezielt eingesetzt. Für uns ist es wahnsinnig schwer, objektiv festzustellen, bildet das die Wahrheit ab? Ist es eine Information, die auf Realität beruht oder ist es komplett frei erfunden? Und das hat mich interessiert und ich habe dann eben diese seltsamen Bilder gemalt mit diesen Kunstfiguren und den sehr realistisch erscheinenden Katastrophen. Ja. Die aber im Grunde nicht interagieren. Also die stehen teilweise davor, manchmal schauen sie vielleicht über die Schulter nach hinten, manchmal schaut es aber so aus, als würden sie wie für Instagram, für irgendein Instagram-Foto eigentlich posieren und mit dem Hintergrund gar nichts zu tun haben. Ja. Das ist richtig. Und, ja, also du sprichst im Grunde an, eben wie Bilder entstehen. Es ist eben in deinen Werken eben oft das Thema der Gewalt, die aber vielleicht auch so nicht sichtbar ist. Du zeigst aber auch in jüngeren Werken Mädchen in Uniformen, Mädchen mit Waffen in der Hand und beziehst dich damit aber auch auf verschiedene Themen, junge Soldaten, eventuell aber auch die School-Shootings in den USA. Ja, also das Zentrale, die Zentralfigur, das zentrale Thema meiner Arbeit war immer das Kind. Vom ersten Moment an habe ich Kinder, ich habe es mir nicht ausgesucht, es war auch nicht geplant, aber das hat mich interessiert. Und vor allem das Kind ist für mich so, ich meine nicht nur ein Kind, ich meine eigentlich, das ist eine Metapher für den Menschen und das Menschsein. Ja? Mhm. Weil im Kind hat man das Gefühl, alles ist noch rein und pure. Ja? Das heißt, es ist auch ein unendliches Potenzial an Möglichkeiten und an möglicher Zukunft und an Dinge, die dieses Kind eines Tages zustande bringen wird. Ja? Also dieses Potenzial ist da, zugleich ist aber ein Kind unendlich verletzlich und komplett ausgeliefert unserer Fairness, der Fairness der Erwachsenen, die leider nicht oft vorhanden ist. Das heißt, ein Kind ist komplett wehrlos. Und deshalb habe ich das Kind immer durch alle Zeiten hindurch verwendet als die zentrale Figur, um bestimmte Themen sichtbar zu machen. Zum Beispiel muss ich jetzt wieder auf diesen Krieg kommen, der jetzt stattfindet. Auch dieser Krieg geht Hand in Hand mit unglaublich viel Propaganda und gegenseitiger Beschuldigung. Ja. Wenn man sieht, beide Seiten, in dem Fall ist es jetzt Palästinenser und die ganze islamische Welt und Israel auf der anderen Seite und ein Großteil der westlichen Welt, in jedem Krieg ist das Narrativ immer gleich gewesen. Es geht so, wir verteidigen uns, wir sind angegriffen worden,
Wir kämpfen für unsere Freiheit. Wir sind die Guten. Die anderen sind die Bestien, die Schlechter, die Sadisten, die Üblen. Und dann kommt man ganz leicht dazu, das sind gar keine Menschen, das sind Tiere. Und für die anderen schaut das spiegelverkehrt ganz gleich aus. Ja? Und das war zu allen Zeiten so. Ja? Also schon darin kann man sehen, eine objektive Wahrheit ist da nicht vorhanden. Ja? Wenn ich diese Geschehnisse anschaue, dann schaue ich immer nur auf die Kinder. Wenn ich ein Kind sehe mit blutgetränktem Verband, das zittert und im Schock ist und die Eltern verloren, das Haus ist zusammengebrochen, dann frage ich nicht, ist das ein israelisches oder ein palästinensisches Kind? Das wäre eine obszöne Frage, sondern ich sehe nur dieses Kind, von dem ich eines sicher weiß, das hat es nicht verdient. Und die ganze Argumentation mit Beschuldigung, Rechtfertigung, Erklärung, die es im Krieg immer gibt, ja, fällt in dem Fall weg. Weil niemand kann behaupten, dass das Kind das verdient hat oder auch nur eine Teilschuld daran hat. Ja. Und deshalb zeige ich auch immer die Kinder. Und ich denke, es täte Erwachsenen, die also so verstrickt sind in diese komplizierte politische Problematik und wenn die manchmal auf das Wesentliche schauen, auf das Kind und die Frauen und die Zivilisten, die nicht beteiligt sind an dem, ja, sondern nur Opfer sind. Du hast immer verschiedenste Techniken miteinander verbunden. Die Fotografie war immer wesentlich, auch für die Malerei. Du hast auch Bühnenbilder gemacht, wo dann Elemente aus deinen Bühnenbildern auch wieder als Gemälde umgesetzt wurden. Jetzt sehen wir in der Ausstellung eine ganz, ganz neue Arbeit von dir, die wahrscheinlich einige auch erstaunen wird, nämlich eine Skulptur, die wiederum diesem Epiphany-Bild entnommen ist. Wie kam es dazu? Ja, ich habe immer wieder neue Medien ausprobiert. Medien sind Werkzeuge, es bleibt immer meine Absicht und mein Versuch, was mitzuteilen, aber ich habe immer verschiedene Dinge ausprobiert, Fotografie, Aktionen, ich habe auch viele Bühnenbilder gemacht, Kostüme und jetzt habe ich angefangen mit Plastik, also mit dreidimensionalen Bildern, das wollte ich schon lange, das habe ich lange mit mir herumgetragen und habe jetzt wieder eigentlich mein Urbild gemacht, also dieses Kind, nur dreidimensional diesmal, dieses Kind, das da auf seinem Tisch liegt, bandagiert. Und wir wissen nicht, wenn wir hinschauen, schläft es, ist es krank, spielt es, ist es tot, man weiß es nicht. Ja. Das Einzige, was man sieht und was jeder bemerkt, ist, es ist fragil und vollkommen ausgeliefert. Ja. Also dieses Wesen, das da liegt, das wunderschön ist und zerbrechlich ist, braucht unsere ganze Empathie und unseren Schutz. Ja. Und das habe ich in Lindenholz gemacht und das ist relativ realistisch und es ist ein Bild, das vorher in diesem Gemälde vorkam, wo diese verstümmelten Kriegsveteranen vor diesem Kind auf dem Tisch sind. Das habe ich jetzt in die dreidimensional übersetzt. Und ich werde jetzt auch neben meinen Bildern weiter Plastiken und dreidimensionale Sachen machen. Ich fand es ganz faszinierend, beängstigend eigentlich eher, was passiert ist, wenn man eben diese Skulptur näher betrachtet. Man tritt viel zu nahe an das Kind heran, also in der Ausstellung ist es nicht wirklich möglich, aber man schaut jedenfalls genauer hin, man betrachtet das Kind und verletzt eigentlich, obwohl es kein richtiges Kind ist, dessen Privatsphäre. Und plötzlich wird man eigentlich selbst zu diesem Eindringling und begeht diese Grenzverletzung und da wird wieder diese Grenze zwischen Realität, Fiktion auch ein bisschen überschritten, finde ich. Ja. Oder man ist plötzlich selbst Teil des Bildes, wenn man so will. Ja. Das sollte bei Kunst immer so sein. Ja. Das heißt, es ist zwar eine gewisse Distanz nötig bei Kunst, aber zur gleichen Zeit eine ganz große Intimität und Nähe, das ist ganz wichtig. Ja. Das heißt, wenn man sich, und das finde ich auch, man sollte sich Kunst immer einfach ausliefern. Ja? Das heißt, wenn Leute sagen, was sollte ich mir anschauen, womit soll ich mich beschäftigen, bevor ich da neige, mit gar nichts. Einfach hineingehen und schauen. Und schauen, was macht das mit mir. Und wenn nichts ist, geht man weiter zum nächsten Bild. Bis einem das Bild festhält. Ja? Und man hinschauen muss. Und was immer man dann empfindet, Leute sollten vertrauen auf ihre eigenen Gefühle, ihre eigenen Sinne und das, was sich bei ihnen selber abspielt. Es gibt nur einen wirklichen Experten bei Kunst und das ist der naive Betrachter, der da einfach hinschaut. Was nicht ausschließt, dass auch ein Experte ein naiver Betrachter sein kann, wenn er ein Bild betrachtet. Ja, wirklich, meine ich. Das ist dann schwerer, ist eine Errungenschaft, als jemand, der von vornherein schon naiv ist. Aber ich finde es wichtig, dass man hingeht und sich einfach dem Bild ausliefert und dem Kunstwerk und sieht, was es mit einem macht.
und den Mut hat, seine eigene Empfindung dazu zu haben und seine eigene Vorstellung, weil die das Einzige ist, was zählt. Das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten dir alle noch lang zuhören. Ich möchte noch eine Frage vielleicht abschließend sagen. Wie zufrieden, wie zufrieden bist du mit der Ausstellung? Ja, also ich finde die Ausstellung, ich bin sehr glücklich mit der Ausstellung, weil erstmal ist es die vierte Ausstellung in der Albertina. Meine erste war 1979, Zeichnungen zu Edgar Allan Poe, dann war 85 und dann die große Retrospektive 2013. Und ich bin sehr dankbar dafür, muss ich sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, immer wieder in einem Lebensabschnitt meine Arbeiten zu zeigen. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Dafür bedanke ich mich jetzt auch bei der Albertina und bei Klaus Schröder besonders, den ich ja schon lange kenne, der als Student, der aus Linz kam, das erste Künstleratelier, das er besucht hat, war meines. Ja. Wenn man es immer wieder getroffen, auch wo ich in Amerika war, der Kontakt ist nie abgerissen. Und für diese Partnerschaft und Freundschaft will ich mich auch bedanken. Und diese... Und nur zum Abschluss, was mir in dieser Ausstellung besonders gut gefällt, die ist ein völlig neues Konzept. Das andere war ja chronologisch, also alles zusammen. Das sind jetzt ganz bestimmte ausgewählte Bilder, das ist sehr selektiv und es ist thematisch positioniert. Und bei meinen Bildern ist es wichtig, weil ich sehe, es gibt viele Künstler, wo die Hängung nicht so wichtig ist, weil die Bilder immer wirken. Ja? Das heißt, macht nicht so einen großen Unterschied. Bei mir macht es einen riesigen Unterschied. Also meine Bilder sind sehr empfindlich. Die müssen verlangen eine bestimmte Dramaturgie, eine ganz bestimmte Choreografie, eine Installation, wie es gehängt wird. Und es gelingt immer mehr oder weniger. Ja? In diesem Fall muss ich sagen, es ist so gut gelungen wie noch nie. Also das ist aus welchem Grund auch immer, ich kann gar nicht sagen warum, es ist total stimmig. Es stimmt genau, wie es hängt. Die Reihenfolge stimmt, die Räume stimmen und das macht mich eigentlich sehr glücklich. Das freut mich ungemein. Danke dir, Gottfried, und danke für das Gespräch. Okay.